wären gleich hier um die Ecke. Und dann schauen wir, was wir da alles brauchen. Weil wir bestimmt nicht alles dabei haben, was benötigt wird. Okay, also Ngeruwe hatte schon angefangen, die Grundlagen aufzubauen. Das ist schon mal sehr gut. Dann wäre der nächste Schritt jetzt die grünen und blauen Subkomponenten herzustellen, ne? Speed Module Okabel Harness. Ja, das Problem ist halt, das kann ich nicht wirklich gut übereinander aufbauen. Früher, also damals vor dem Krieg, war das alles noch viel angenehmer. Da konnte man halt die MK1-Chips herstellen oder Module herstellen und mit den MK1-Modulen die MK2-Module herstellen. Das scheint hier nicht mehr zu gehen. Jedenfalls nicht mit den Rezepten, die ich bisher habe. Gibt es da noch irgendwas? Das sind immer höhere Module. Oh, doch hier. Speed Module 2 Cable Harness braucht den Speed Module 1. Wow. Schwarze Chips und blaue Chips. Ja, nee. Ja, der braucht auch Speed Module 0. Habe ich mir der gerade nur verguckt, oder? Nee, dann scheint das wirklich doch alles okay zu sein. Das hat sich gar nichts geändert. Fangen wir mal. Ich habe genug Platz, ne? Ja, Bau. Mehr Poles. Nicht die. Die da sollen ein paar mehr herstellen. Also noch eine Reihe mehr Abstand, damit das ganze Gewusel in den Fließbändern hier nicht zu sehr ausartet. So, und dann fange ich doch hier an mit Blau, weil Blau ist doch wichtiger. Momentan, weil wir halt genug Strom haben. Wenn wir irgendwann keinen Strom mehr haben oder Stromprobleme bekommen, dann natürlich wieder überall auch Grüne mit reinballern. Aber vorerst geht es einfach nur darum, möglichst schnell zu sein. Also Schritt 1 wäre dann ein Speed Module 0 Kabelharness. Mit den ganzen Sachen von unten. Ja, und dann ein Speed Module 0. Darüber. Und du brauchst denn das Speed Module. Ja, die bauen alle genau aufeinander auf. Ist alles gut, ist alles gut. Da haben mich die Icons wohl nur verwirrt und die ganzen neuen Namen. Weil ein Kabelharness gab es, glaube ich, damals nicht. Ja, und die brauchen schon blaue Chips. Das heißt, wir brauchen zwei Fließbänder von unten, die zur ersten Fabrik führen. Dann. Ugh. Die überlappen sich nicht, ne? Nee. Dann brauchen wir nochmal zwei Fließbänder, die zu dem Speed 0 Ding führen. Nein, 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 nein. Solder Transistor Gold Module Contact. Solder und Module Contact sollte also auf ein. Das schreibe ich mir am besten auf. Plus Module Contact. Das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil das dann auf ein Fließband kommt, damit es sowohl für die Speed Module 0 Kabelharnisse als auch für die 1 Kabelharnisse weiter langlaufen kann. Das heißt, die müssten dann hier auf ein Fließband. Das wäre die Dinger da hinten. Das fängt an. Die Dinger hier hinten. So. Und da und Dingens. Und warum habe ich das jetzt so gebaut?
Keine Ahnung. Ups. So, das sind die Module Contacts, richtig? Wahrscheinlich, weil es Gold ist. Und Gold ist für Kontakte wichtig in der Elektronik. Genau. Das andere war Soldier. Soldier haben wir hier direkt vor Ort. Ja, haben wir. Müssen wir nur ein wenig umständlich hier rausbekommen. Nö, gar nicht umständlich. Einfach nur ein lehnendes Ärmchen. Machen wir das mal hier auf der Höhe. Du nimmst bitte von 2, legst nach 2 und nimmst nur Soda raus. Bip, 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 bip. So. Das kommt auf die andere Seite. Tada! Schön. Das wäre jetzt also für die Dinger schon mal ein Teil davon. Auf das andere Fließband rechts von der Fabrik. Hier, warte, ich muss das Rezept angucken. Also ich würde normalerweise jetzt auf die rechte Seite, symmetrisch halt gespiegelt, die Electronic Circuits und die Insulated Wires aufpacken. Brauche ich die Circuits und Wire für die Dinger auch? Nein, weder das eine noch das andere und hierfür auch nicht. Das heißt, das Fließband muss echt nur zu dieser Null-Fabrik. Ja, dann mache ich es nicht symmetrisch, weil ich den Platz hier an der Seite ganz gerne freilassen würde für die Fabriken weiter oben, sondern ich mache den hier ein Ding hin, wo grüne Chips raufkommen und das war das letzte jetzt. Die Insulated Wires. Die Insulated Wires sind da hinten. Müssten also auch noch rübergebracht werden. Hier ist noch schön viel Platz. Ja, die grünen Chips müssten auch rüber. Also grüne Chips liegen... Sind das grüne Chips? Augen zusammenkneif. Ja, es sind grüne Chips, okay. Dann machen wir doch das Fließband hier einfach runter. Weil wer liebt es nicht, kilometerlange Fließbänder zu haben? Super, passt. Der Platz hier ist noch okay. Das heißt, wir gehen hier hin, dann über dieses Lebenslinie-Ding entlang. Dann aber nicht sofort hoch, weil ich brauche hier, glaube ich, noch mehr Platz für etwaige andere Sachen, die nach unten transportiert werden müssen. Sondern wir gehen erst hier irgendwo nach oben. Du legst bitte auf die untere Seite. Huge. Rot, go. Und da nehme ich sogar mal ein blaues Untergrundsteil, von dem wir ja ein paar haben, damit dann hier genug Platz da ist. Man kann das auch etappenweise später machen. Also sollte die Autobahn oder das Lebenslinie-Ding hier wirklich noch größer werden müssen in Zukunft, kann ich auch einfach den Untergrundbelz von Norden nach Süden hier machen, damit wir dann hier eine Lücke bekommen und da dann wieder Untergrundbelz reinpacken. Aber solange das nicht nötig ist, ist es so schon angenehmer. Und jetzt wollte ich hier irgendwo hoch, ne? Ja. Einfach random hier hoch. Runter hoch. Runter. Hoch. Und da durch. Damit man nicht dieses Doofe hier hat mit Untergrundbelt hier runter, da hoch, denn da hoch, da eine Kurve rum, um da wieder ranzukommen. Das sieht doof aus. So. Und jetzt kriegst du da das und da das. Und so und da.
Das ist jetzt nicht expansiv aufgebaut. Nö, ist es nicht. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich hätte gerne noch drei, die die Nuller-Module herstellen. Oder die Nuller-Harnisse herstellen, sind nicht die Module. Weil ich kann sie nach oben bauen, dann wird das... Oh doch, es geht. Also ich könnte es nach oben bauen, indem ich dann einfach hier Untergrundbells dahin, runter, da hoch und dann da noch eine Fabrik und dann und so weiter. Aber dann ist das für die nachfolgende Fabrik nicht so toll. Nee, wär's nicht. So, Speed Module 0. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich so aufbauen muss. Was ein Fehler ist, den man bei den meisten solchen Sachen dann macht. Man glaubt zu dem Zeitpunkt nicht, dass man es in solchen großen Mengen später braucht, aber dann braucht man es am Ende doch. Aber Module setzt man wirklich nur einmal rein. Eisenplatten verbraucht man die ganze Existenz der Fabrik über. Also sollte man Eisensoppel definitiv expansiv aufbauen. Aber Module... Also eventuell ist es jetzt ein Fehler, aber ich baue es einfach so auf, dass wir jetzt für jede Komponente eine Fabrik bauen und dann schauen wir mal. Im Notfall wird es halt abgerissen und umgebaut, das sollte hier mit dem Umbau relativ flott gehen, da ja theoretisch viel Platz drumherum ist und wir inzwischen die Bots haben. Also wir haben jetzt die Harnisse, die Nuller-Harnisse. Ich glaube, da reicht auch eine blaue Fabrik erstmal zum Testen. Max-Distanz war so, ne? Dann mach doch mal so, so. Und da kommen jetzt die... Oh. Hä? Ich kann die Einer-Module bauen, aber nicht die Nuller-Module? Da hat jemand was durcheinander bekommen bei den Rezepten. Yep. Ja, sind die? Das hier ist MK2, das hier ist MK1, das hier ist MK2. Und man kann die MK2er in einer schlechteren Fabrik bauen, aber die MK1er nicht. Egal. So, das wäre jetzt das von da unten. Dann brauchen wir jetzt noch Module Mainboards und Module Cases. Und die Chips natürlich. Bevor ich das jetzt allerdings anliefere, schaue ich mal. Ob Module Cases oder Module Mainboards für die höheren Chips auch noch gebraucht werden, höhere Module auch noch gebraucht werden, aber dem scheint nicht so zu sein. Ich guck mal ganz kurz. Hier drüben, nö. Ebenfalls nicht. Okay, das heißt, das wäre jetzt wieder so ein Ding, was nur einmal angeliefert werden muss. Kommt also, was denn optisch auch ganz nett aussieht, hier hin. So, das wäre jetzt die Dinger, ne? Genau, Module Mainboard. Nicht ideal, weil es von 2 auf 3 geht, aber abermals so ein Ding, wie ne, das muss halt auch nicht schnell arbeiten. Ich denke, selbst das gelbe Ärmchen hier mit dem Knick und einem schlechten Winkel und allem überhaupt wird trotzdem schnell genug sein, um das Ding ordentlich zu befüttern. So, und dann gehst du hier nämlich auch nochmal runter und da wieder hoch. Und hast denn hier das Zeug, was du brauchst? Zip. So, Module Cases. Wo habe ich die hingebaut? Hier vorne. Oder könnten wir gleich so vor drauflegen? Auf die rechte Seite von unten 2 nach oben 3. Oben 3.
Das ist natürlich sehr praktisch. Nicht geplant, aber sehr praktisch. Das kriegst du jetzt auch noch, weil ich brauche davon nicht so viele. Die auch noch da rein und dahin. Jetzt noch rote Chips und was brauchst du noch? Oh. Die Circuit Boards. Die habe ich irgendwie vergessen. Ich dachte, die Harnesse wären das Ding. Aber das Harness ist einfach nur quasi das Stützgerüst, wo die Platine reinkommt. Oder wie? Ich kenne mich mit Chips nicht gut genug aus, wie sowas. Da. Speed Circuit Board. Okay, also wir brauchen jetzt noch eine Reihe, wo dann die Speed Circuit Boards hergestellt werden und darüber die Speed Logic Boards und dann gibt es später, glaube ich, noch eine Variante von den Dingern. Und die würde ich gerne ebenfalls übereinander anordnen, auch wenn man sie direkt nicht braucht. Also die Speed Logic Boards brauchen nicht die Speed Circuit Boards. Trotzdem würde ich sie gerne übereinander anordnen, weil sie brauchen beide Solder und Transistor. Ja. Okay. Das mit den Modulen wird dann doch ein wenig komplizierter als gedacht. Baue ich jetzt die Circuit Boards hier hin. Das ist ein bisschen eng, ne? Ja, ne, da ist so eng, da kommt ja noch anderes. Also hier hin. Speed Circuit Boards. So. Und Solder und Transistor waren für beide wichtig. Halten auf. Solder plus Trans. Aha. Das heißt, die beiden Sachen kommen auf ein Fließband, das auch weiter nach oben fließt. Solder können wir. Oh, rote Fließbänder sind aus. Solder können wir direkt von hier nebenan nehmen. Ist das ein ordentlicher Abstand? Nö, natürlich nicht. Ist Overkill, was ich hier jetzt gerade mache, aber ich finde, das sieht dann so am Ende besser aus. Also das war das eine und Transistor haben wir, glaube ich, hier auch nicht.